CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Prey. Mein Name ist der Roxer und ja, in der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben. Aber das müssen wir dann heute machen. Versand und Eingang. Öffne Frachtraum B. Ja, nee, ist klar. Der Schlüssel ist vom König. Stelle deinen Zündschlüssel her. Hol dir Alex Zündschlüssel, okay. So, Frachtraum B zu öffnen ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Vor allen Dingen, wir haben jetzt noch keinen Code. Hier laufen so viele von denen rum. Ne, lass mal lieber. Mehrere Ziele. Warte, wir müssen erstmal noch mal kurz. Das deaktivieren. Platziere Geschütze im Bereich der Landezone in der Nähe der Tür zu Frachtraum B. Nimm den Geschützfabrikator an dich, okay? Weg damit. So, haben wir jetzt nur noch den Zündschlüssel und. Ja. Und Frachtraum B. Von Hauptstory her. Ja, okay. Wir müssen ihn öffnen. Energie erhalten. Bla bla bla. Hier sind wir. Auch nicht weiter. Okay. Was läuft hier gerade? Wie viele Neuromods haben wir noch? 2. Ja, für Hacken reicht das nicht. Stufe 4, ne? Da wir auch nur erstmal Stufe 2 haben, fehlt uns erstmal 6 und dann nochmal 8. Nice. Also 14 fehlen uns an. Also da müssen wir uns wohl den Plan besorgen, beziehungsweise den einen Scheiß. Schlüssel. Code. Scannen wir den einfach mal. Scan abgeschlossen. Kuhstrahlen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. ...2% Energie. Ja, nee, ist klar. Typhoon-Köder, Stoßflinte. Da können wir auch nichts mehr herstellen, ne? Nope. Also gucken wir erstmal nach der goldenen Waffe, denke ich mal. Dafür müssen wir den hier absenken erstmal. Was von blockiert? Das check ich mir noch nicht. So, weg mit dir. Natürlich möchten wir jetzt den Außenbereich betreten, wo ich das letzte Mal gesagt habe, nee, den betreten wir jetzt nicht mehr. Mir schwand Böses. Es lief doch so gut in der letzten Session. Und jetzt schon wieder so ein Scheiß. Naja, was willst du machen? Darth Vader incoming. Mikrogravitation entdeckt.
Wachtraum B. Ja. Menschliche Leiche entdeckt. Aber. Hä? Willst du mich verarschen jetzt? Wir sollen doch die Waffe finden, oder nicht? Finde Captain Marks goldene Waffe. Besatzungsquartier. Boah. Was war das hier? Goldene Waffe ist 526 Meter über uns. Rumpfdurchbruch. Fabricator-Plan. Das sieht doch mal besser aus. Vorratskiste. Nehmen wir doch alles an uns. Gerne. Wir müssen aufpassen, nur dass diese Dinger uns nicht angreifen. Ach, das ist schon wieder so ein Teil. War haben wir? Nee, haben wir nicht. Einen Buken, aber kein Recycler, ne? Scheiße. Da ist der Fabricator-Plan. Da ist so ein Webber. Und wir versuchen jetzt gerade mal auszuschalten. Wow, kommst du denn her, Alter? Ist der jetzt down? Ne, der ist nicht down. Fickt uns auf jeden Fall mit der mit seiner Fähigkeit. So ein Webber, was war das nochmal? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Nähern uns langsam. Gucken, ob das. Was, nö. Ja, gut, diese kleinen Teile haben wir jetzt erstmal platt gemacht. Was war das? Nullwellen-Psychoschock. Könnte uns weiterhelfen. Scan abgeschlossen. Oder auch nicht. Ja, der geht wieder über. Das wird lustig. Ich speichere mal vorher lieber. Einfach drauf. What? Oder? Ich habe keine Ahnung. 3989. Ach Mann, Alter. 3989, ja. Okay, wir sind tot. Wir sind tot. Sie haben den Plan gefunden. Wir brauchen einen Plan, okay, um weiterzukommen. Ist klar, okay. Schädliche Atmosphäre entdeckt. What? 3989. Komm. Und weg hier. Okay, so. Wieso speichert er hervor? Hätten wir die Geschütze doch nur früher gehabt. Ja, hätten wir. Schön. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ich bin gerade im Arsch. Hallo. Danke. Muss hier weg. Sie haben
haben den Plan gefunden. Hätten wir die Geschütze... Wow, Alter. Geht sofort alles auf uns drauf. Fuck. Gerade eben hätte ich es geschafft eigentlich. Eigentlich. Schädliche Atmosphäre entdeckt. 3, 9, 8, 9, komm schon. Ne. Den Plan gefunden. Gott sei Dank, die ja. Doch nur früher gehabt. So. Das ist jetzt ein dummer Speicherpunkt. Schädliche Atmosphäre entdeckt. So, jetzt gucken wir mal kurz. Sie haben den Plan gefunden. Hätten wir die Geschütze doch nur früher gehabt. Suchen Sie das nötige Material. Der Plan ist nur die halbe Miete. Sobald die Geschütze stehen, kann ich es kaum erwarten, unsere neuen Freunde. Vitalwerte kritisch. Das ist mir schon klar, ich muss hier nur weg. So, was muss ich jetzt machen? Platziere Geschütze im. Achso. Erstmal kurz chillen, Leute. Erstmal muss ich hier Heilung mir reinballern, wenn ich welche hätte. So, das müssen wir erstmal auf jeden Fall nehmen. Und was ist das denn? Achso, der Typhoon-Köder. Dankwart-Kurkit bitte einmal verwenden. Nochmal, Dankeschön. Aber wir haben nichts. Ein bisschen Alkohol haben wir. Aber sonst haben wir nichts da, ne? Nöp. Betrunken, Anzugschaden. Ja, das ist mir schon klar. Was mit den Chips sitzen? Auch nicht. Sind 20, komm schon. So, wir müssen jetzt wieder rein. Könnten aber auch noch hoch zur goldenen Waffe. Ich bin mal neugierig. Speichern wir. Und dann gehen wir mal zur goldenen Waffe. Ich hoffe, das ist eine echt pompöse. Das ist ein echt pompöser Ballermann, weil ohne Scheiß, ne? Wir brauchen jegliche Munition. Eigentlich haben wir jetzt genug Munition an Schrotflintenmunition, aber wir brauchen jegliche Waffe, um klarzukommen. So sehen wir auch die Talus 1 von außerhalb. Da eh fast alles jetzt offen ist, hätten wir auch gute Chancen, denke ich mal. Müssen, glaube ich, hierher. Sicherheitsabdeckung. Habe ich das nicht aufgehabt? Okay. Wir können wieder runter. Ist gut. Gehen wir wieder runter. Das wird gleich eine Schlacht, sage ich euch. Wenn ich mir das so vorstelle, weil wir müssen jetzt mehrere Geschütze bauen. Und ich denke mal, dass uns diese Geschütze nichts nützen werden. Beziehungsweise, dass wir vielleicht nur ein, zwei Stück bauen können, weil Material empfehlen. Wer hätte es gedacht? Außer die Schweine haben
exotische Materialien und Metalle und so ein Scheiß. Dann würde ich sagen, okay, gut, haben wir es dann geschafft. Oder so, mir schwant nur Böses. Hierher schon, ne? So. Mal ein bisschen das Licht an, dass wir auch was sehen. Nach oben. Und dann festzustellen, scheiße. Ja. Das ist wieder genial, Alter. Ohne Scheiß. Ah, komm schon! Willst du mich jetzt verarschen? Wo ist der Durchbruch? Er will mich verarschen. Ich hätte einfach den Durchbruch nehmen sollen. Irgendwas. Naja, mein Orientierungssinn ist gleich null. Scheiß. Wo sind wir gerade? Ja, genau. Dreh dich nochmal. Sonst wird mir auch nicht schlecht oder so. Nein. Warte. Konzentration. Rumpfdurchbruch da. Da müssen wir hin. Auf dem Weg können wir noch ein, zwei menschliche... Oh scheiße, was ist das denn? Was soll das denn bitte schon sein? Ach so, das sind die Dinger. Oh Kacke. Warten auf uns schon. Einfach durch. Oh, komm schon. Da rein. Da rein. Ja, natürlich bin ich mir sicher. Wupp. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Hey, wir sind bis jetzt nur ein, zwei Mal gestorben. Das ist schon gut. Das ist schon riesig, Alter. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt müssen wir. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wachtraum B. Aber wir sollen doch jetzt platziere Geschütze im Bereich der Landezone. In der Nähe der Tür zu Frachtraum B, ja. Schon mal bestimmt. Okay. Anzugreparaturkit. Mobiles Geschütz, sag ich doch. Uns fehlen Materialien. Können wir noch was recyceln? Wir können viel recyceln, Leute. Guck mal, das können wir schon mal übertragen. Das brauchen wir nicht. Das benutze ich eh nicht. Brauche ich eh nicht. So. Was haben wir denn noch so, was ich nicht brauche? Kuhstrahl könnte noch gut nützlich sein. Ja, das war's. Recyceln wir mal. Gehen wir ein bisschen Metall raus. Aber jetzt auch nicht so viel.
Immer noch nicht. Da immer noch einer fehlt. Ja, Leute. Das war's wohl. Für euch. Wenn ich von euch keine Materialien bekomme, der Marsch. Mal Reparatur 2. Können wir uns doch bestimmt mit den vielen Neuromods kaufen. Techniker. 4. Ja, 1. Das ist schlimm bei mir. Okay, jetzt fehlen uns aber noch einer. Ja, fick dich. Dummer Idiot. Die Pläne könnten helfen. Doch selbst wenn wir AAGs hätten, wären richtige Waffen noch besser. Austin, cool. Ja. Ist schon merkwürdig, aber... Ne, hier haben wir nichts mehr. Ah, guck mal, hier haben wir ein Geschütz. Das tragen wir mal. Tür zu Frachtraum B. Wird platziert. Ja, nicht so offensichtlich. Ja gut. Ich sag mal da so, an dieser sensationellen Stelle sage ich jetzt CEO Guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Prey. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.